Ja, hallo Freunde, hallo zurück und willkommen auf meinem Kanal und hallo aus Berlin. Ich bin ja für 2-3 Tage jetzt nach Berlin gefahren, um beruflich ein bisschen was zu tun hier. Und das Hotel, wo ich untergebracht bin und rund um den Potsdamer Platz, habe ich ja eben schon ein paar Bilder gezeigt. Jetzt bin ich mal ins Grüne sozusagen hier in Berlin. Schaut euch um. Im Bereich, wo der alte, verlassene, im Zweiten Weltkrieg zerbombte Anhalter Bahnhof ist. Und da zeige ich euch noch mal ein paar Bilder. Es könnte ein bisschen wärmer sein, es könnte ein bisschen heller sein. Die Sonne schafft es nicht so richtig. Deshalb hier noch ein paar Bilder und dann geht es erstmal zurück zum Hotel und was essen. Mal sehen, ob heute Abend, ob ich dann noch mal losgehe oder ansonsten geht es morgen, wenn ich dann hoffentlich früh nachmittags schon Feierabend habe und die Sonne scheint wieder ein bisschen in die Stadt und da zeige ich euch noch ein paar Bilder. Also bis später. Der alte Anhalter Bahnhof von Berlin. Im Zweiten Weltkrieg zerbombt. Die Reste hier vom großen Eingangsportal. Und dann gehe ich mal weiter zurück in den Park und schaue mir das nochmal ein bisschen näher an. Ja, und hier gingen mal die Gleise lang vom Anhalter Bahnhof weg. Man sieht, wie die Natur sich das alles wieder zurückgeholt hat. Natur und Technik in trauter Zweisamkeit. So, das war's erstmal für den Augenblick. Jetzt geht's wirklich zurück zum Hotel. Der Magen knurrt schon ein bisschen. Gott sei Dank gibt es da noch Abendessen, sonst müsste man sich hier irgendwo was holen und irgendwie irgendwo essen. Alles nicht so einfach im Moment. Also, wir sehen uns. Bis später. Oder morgen. Ciao. Ja, hallo Leute, willkommen am zweiten Tag meines Berlin-Aufenthaltes. Der berufliche Teil ist ja schon eine Weile vorbei. Ich war ja, wie ihr eben gesehen habt, am Breitscheidplatz. Ja, der ist ja bekannt geworden durch ein fürchterliches Attentat. Da natürlich da an der Gedächtniskirche am Hohen Zahn. Und bin jetzt vom Bahnhof Zoologischer Garten, wo ich natürlich vorher schon den Pflichttermin Curry 36 wahrgenommen habe, zum Tiergarten weitergefahren. Bisschen in der Natur, bisschen wieder frische Luft genießen und heute scheint noch mal immer wieder die Sonne hier in Berlin. Also mal sehen, wo es mich dann noch so hinschlägt, kommt einfach mit. Ich fotografiere natürlich auch wieder und filme mit meiner Sony-Kamera und würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Also bis später.
So Leute, das war erstmal der kleine Spaziergang durch den Tiergarten hier bis zur Siegessäule. Ich weiß nicht, ob ihr es hört oder seht. Es fängt jetzt so ein bisschen an zu regnen. Aber man sagt, die Wetter-App, einzelne Schauer möglich. Und schon kommt ein Schauer runter. Also ich werde mich mal wieder Richtung Stadt verdünnisieren. Mal schauen, was ich da noch anstelle. Also bis später. Hallo wieder, ich bin jetzt über die S-Bahn-Station Tiergarten zur S-Bahn-Station Friedrichstraße gefahren und jetzt weitergegangen bis zur Straße unter den Linden. Es geht dann hier jetzt Richtung Brandenburger Tor. Hier nehme ich euch natürlich auch noch mal gerne mit. Da machen wir noch ein paar Bilder und dann muss ich mich mal langsam ums Essen kümmern. Also bleibt dabei, bis gleich. Ja, hallo aus dem Hotelzimmer jetzt. Ich bin dann vorhin vom Brandenburger Tor zurück zum Hotel. Der Hunger hat mich hingetrieben, erstmal was zu essen. Anschließend noch einen kleinen Verdauungsspaziergang. Es ist jetzt schon nach 9 Uhr. Dunkel ist es auch, kalt ist es, satt bin ich. Also machen wir für heute Feierabend. Das war dann auch Teil 1 der Reihe, die ich so nach und nach jetzt über Berlin und die nähere Umgebung mal so einstellen werde. Bis Juli, vielleicht August diesen Jahres werde ich noch relativ regelmäßig immer wieder für 2-3 Tage hier oben sein, bis der neue Arbeitsplatz komplett eingerichtet ist, da die IT-Versorgung steht und so weiter. Bis dahin werden wir hier das Büro in Berlin noch betreiben. Und da mache ich halt immer wieder ein paar Touren, ein paar Aufnahmen und hoffe, dass ihr weiter dabei bleibt. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne natürlich einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, freut mich immer. Und wer es noch nicht hat, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns dann später wieder. Mal sehen, was ich die nächsten Tage, die nächsten Wochen dann wieder so treiben werde. Wir werden und ich werde berichten. Also alles klar, tschüss und bis demnächst. Gute Nacht.